Ich glaube, wenn ich mich quer hier vorlegen würde, der wäre trotzdem noch breiter als ich. Pass auf, wir können ja mal gucken. Das ist schon eine Spannweite, ne? 360 km/h im Jahre 1971. Hä? Also, da kriegst du schon Angst und Bange, wenn du da reinguckst. Die haben in dieser Badewanne drin gelegen und direkt im Nacken hast du dieses Monster. 1000 PS. Junge, Alter. Und da hat Porsche sich gedacht, das da hinten war uns ein bisschen langweilig, packen noch mal 100 PS rein und noch mal 25 km/h Topspeed, also 385 km/h im Jahre 1972 sind die fast 400 gefahren. Also sind wir eigentlich gar nicht so viel weitergekommen, wenn wir mal ehrlich sind.